Hallo und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie hören und sehen den ING Markets Morning Call für Montag, den 29. August. Mein Name ist Ronald Gehrt, ich bin Analyst bei börsedaily.de. Themen neben dem DAX, der Dow Jones, den wir heute gleich wieder ins Visier nehmen müssen, weil sich da einiges getan hat, und auch der Goldpreis war alles andere als langweilig am Freitag. Basis des Ganzen war das Notenbanker-Treffen in Jackson Hole in Wyoming. Jedes Jahr treffen sich da im Sommer die wichtigsten Notenbanker der Welt, und um 16 Uhr stand eine Rede von US-Notenbankchefin Yellen am Freitag an, und die sorgte für Schwung in der Bude. Allerdings nicht auf positive Art und Weise. Zumindest nicht am Ende. Denn da gab es erstmal ein Hü und dann ein Hot. Alles Detail im Detail gleich. Jetzt erstmal der Blick auf den Chart auf Wochenbasis. Und wir sehen einfach mal als Statusmeldung, dass der DAX ein Wochensaldo hingelegt hat von gerade mal 0,4% plus. Das ist zu wenig, um den Rücksetzer, den wir nach dem Ausbruch über die übergeordnete Abwärtstrendlinie und die Aprilhochs gesehen haben, dass wir diesen jetzt hätten eliminieren können. Da ist zu wenig Schwung da, um sagen zu können, okay, das Ding ist jetzt wieder korrigiert und wir laufen in Richtung neuer Jahreshochs. Nein, das ist noch eine ganz offene Kiste. Immerhin hatten wir im Wochentief dann wieder einmal Kontakt mit dem Zwischenhoch vom April und der alten September 2011 Aufwärtstrendlinie. Also, was passierte am Freitag? Wir haben eine Rede gehabt von Notenbankchefin Yellen, wie gesagt, die sagte, dass sie davon ausgeht, aufgrund der Entwicklung der US-Konjunktur, dass es noch in diesem Jahr zu einer weiteren Zinsanhebung nach der ersten im vergangenen Dezember kommen würde. Aber man hatte das so interpretiert, dass es zumindest mal jetzt nicht in der nächsten Sitzung im September dazu kommt, und reagierte erfreut. Nach einem Mini-Rücksetzer, ganz kurz, ging es mit den Aktienmärkten durch die Bank nach oben. Aber dann kam so gegen 17.30 Uhr, als der Xetra-DAX, den wir eben auf Wochenbasis gesehen haben, schon geschlossen hatte, eine weitere Aussage von ihrem Vize-Chairman Fischer. Und der sagte, die Interpretation, dass Mrs. Yellen damit ausdrücken wollte, dass im September nichts passiert, sei so nicht sinnvoll oder richtig. Er sei der Ansicht, dass es durchaus im September zu einer Zinsanhebung kommen kann. Und da rasselte dann die ganze Freude wieder nach unten, und die Kurse endeten letzten Endes, was die Wall Street angeht, im Minus. Und der DAX Future, der hielt zwar noch ein winziges Plus von 10 Pünktchen im Vergleich zum Donnerstagabend, wo er allerdings auch nicht gerade gut aussah. Aber das Wochensaldo beim DAX Future gegenüber dem Schlusskurs des Freitags der vergangenen Woche, wie hier eingeblendet 10.569, ist leicht negativ. Und wir haben nun einen Doji, der genau auf der Supportzone aus 20-Tage-Linie und dem Zwischenhoch vom April, das übrigens beim DAX Future etwas höher bei 10.520 etwa liegt, und dementsprechend sind wir hier noch nicht aus dem Gröbsten raus. Noch ist völlig offen. Also, ob diese Konsolidierung, die Anfang vorvergangener Woche begonnen hatte, nun beendet werden kann, in einen neuen Aufwärtsimpuls mündet oder ein sogenanntes zweites Bein ausprägt und damit dann von einer Konsolidierung Richtung Korrektur geht, was dann auch die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass nochmal ein Test der 200-Tage-Linie erfolgt, der nicht unbedingt erfolgreich verlaufen muss. Auch der RSI ist da ein gewisses Warnsignal, denn wir sehen hier schon, dass der eine Art Top-Bildung entwickelt, und oft ist es ja so, wenn auch nicht immer, dass eine solche Top-Bildung im Indikator, im RSI einer vergleichbaren, im Index vorangeht. Das ist nicht so sicher vorhersagbar und so sicher in der Statistik verankert, dass man sich darauf verlassen sollte, aber es ist auf jeden Fall ein Warnsignal. Zumal die Marktteilnehmer ja dann negativ auf die Aussagen von Mr. Fischer reagierten, aber die um 14.30 Uhr aus den USA kommenden Konjunkturdaten eigentlich vom Tisch gewischt hatten. Die sind aber nicht unwichtig, auch wenn es da ums zweite Quartal ging, das ja von April bis Juni lief und dementsprechend schon ewig her ist. Aber man muss da schon konstatieren, man hatte mit mehr gerechnet, und es gibt eigentlich keine so umwerfend guten Indizien dafür, dass das dritte Quartal dann an der Wall Street unbedingt besser laufen muss. Die zweite Berechnung des Bruttoinlandsprodukts des zweiten Quartals in den USA war niedriger ausgefallen
als die erste mit 1,1% in einer sogenannten annualisierten Jahresrate, wo also das Ergebnis einfach mal 4 genommen wird, um es auf ein Jahr hochzurechnen, war das dünn. Das war weniger als 0,3%, gerechnet dann auf das Vorquartal. Und man hatte eigentlich schon irgendwo im Hinterkopf gehabt, dass da vielleicht doch ein bisschen beim nächsten Mal berechnen mehr rauskommt. Hat sonst ja immer in den vergangenen Quartalen geklappt, diesmal nicht. Und wichtiger noch, in der ersten Berechnung gab es da noch keine Daten zu, weil das einfach seine Zeit braucht, um das alles mal zusammen zu addieren. Aber die Unternehmensgewinne am US-Aktienmarkt insgesamt oder bei den US-Unternehmen, die bilanzieren insgesamt, die sind im zweiten Quartal wieder mal gefallen um 2,4%. Das ist schon das vierte Mal seit dem ersten Quartal 2015, dass wir hier fallende Gewinne sehen, während ja die Aktienmärkte dort auf Rekordhoch stehen. Also die Bewertung wird damit immer höher, sprich die Aktien immer teurer. Das hat man gar nicht richtig auf dem Schirm gehabt. Und das kann auch ein Belastungsfaktor, auch für den DAX natürlich sein, der nun auch noch mit einer kritischen charttechnischen Konstellation der Wall Street Indizes konfrontiert wird heute. So, und dementsprechend bleibt es dabei. Stop Loss 10.440 Punkte im DAX selbst als Absicherung für laufende Long-Positionen. Und sollte der DAX unter 10.440 auch schließen, wobei es da einerseits um den Xetra-Schlusskurs, aber letztendlich entscheidend um den letzten Kurs in der letzten Indikation über den DAX Future geht, dann wären für zumindest risikofreudige Akteure Short-Positionen, kleine Positionen durchaus eine Überlegung wert, während man als mittelfristig und vorsichtiger agierender Marktteilnehmer da eher warten sollte, bis die 200-Tage-Linie aktuell bei 10.064 Punkten hier in schwarz eingezeichnet gebrochen würde. So, da wir über Jackson Hole und die US-Konjunkturdaten alles schon gesagt haben, letzten Endes geht es dann hier beim Dow nur noch um den Chart und der sieht mies aus. Hier hatten wir die anfängliche Reaktion auf Mrs. Yellens Rede, das heißt, es ging erstmal kräftig ins Plus. Man hatte die zuvor nach unten durchbrochene, kurzfristige als Unterstützung wichtige 20-Tage-Linie schon zurückerobert. Dann aber drehte der Dow Jones ins Minus und man konnte relativ froh sein, dass wenigstens die Tagestiefs zum Handelsende verlassen wurden, man 60 Punkte nochmal wieder draufsatteln konnte, sodass es dann letzten Endes bei einem einigermaßen harmlosen Minus von 0,3% blieb. Aber wir haben nun schon den zweiten, eigentlich den dritten Tag unter der 20-Tage-Linie, das ist schon ein bisschen lange, die gleichzeitig im Gegensatz zu hier zum Beispiel Anfang August schon seitwärts gedreht hat und als Unterstützung nicht mehr so stark ist. Und wir haben eben eine sich zuspitzende Konstellation in Richtung eines Doppeltop und damit einer Trendwendeformation, die dann den Ausflug über die hier grün gestrichelt eingezeichneten alten Rekordhochs bei 18,53 im Dow Jones aus dem Mai letzten Jahres als kurzen Ausflug, als Episode brandmarken würde. Und das kann natürlich dazu führen, dass all diejenigen, die bislang noch gehofft haben, dass es nach dem Rücksetzer Anfang August nun neuen Schwung gibt und der Dow Jones neue Hochs erreicht, dass die Geduld verlieren und dann doch Gewinne mitnehmen. Und wenn dann erstmal die Kurse rutschen, stellt sich die Frage, ob da jemand allzu früh die Hand aufhält. Die Konstellation eines möglichen Doppeltops hat sich also mit dem Freitag etwas verdichtet und dementsprechend würden wir dann, wenn dieses Zwischentief bei 18.247 Punkten von Anfang August unterschritten würde, auf Schlusskursbasis und mit Closings unter 18.200 ausreichend deutlich, zumindest auf der spekulativen Ebene eine kleine Position in Erwägung ziehen, die dann ausgebaut werden könnte auf normale Positionsgröße, wenn diese Unterstützungszone hier bei 18.000 Punkten, ja letztlich auch eine psychologische Marke, mit Schlusskursen unter 17.900 ausreichend deutlich unterschritten würde und damit dann der Weg frei wäre in Richtung 200-Tage-Linie respektive der Supportzone 17.100 zu 17.350. Interessant ist auch der Goldpreis gewesen, sehr interessant. Was wir hier sehen, ist stark anfangen, stark nachlassen oder wie gewonnen, so zerronnen. Man kann es nennen, wie man will. Im Endeffekt ist das auf jeden Fall eine ziemliche Pleite für die Bullen. Der Goldpreis hatte eigentlich im Vorfeld der Rede von Mrs. Yellen am Nachmittag um 16 Uhr nicht viel gemacht. Dann aber kam eine Rallye auf. Das Interessante daran ist, dass diese Rallye gleichzeitig, also parallel zu den steigenden Aktienmärkten auftauchte. Normalerweise müsste man ja sagen, müsste ja eigentlich ein sicherer Hafen wie der Goldpreis, der dann normalerweise gesucht ist, wenn die Aktienmärkte fallen, in dem Augenblick eher unter Druck geraten. Was er aber nicht tat. Nur,
In dem Augenblick, als die Aktienmärkte dann am frühen Abend auf die Aussagen von Mr. Fisher hin wieder nach unten drehten, drehte auch der Goldpreis. Aber das tat er auf Höhe, fast präzise auf Höhe der 20-Tage-Linie bei 1342 Dollar. Und das deutet darauf hin, dass man hier nicht unbedingt logisch entsprechend der Ansichten und Meinungen am Aktienmarkt über die Aussagekraft der Rede der Notenbankchefin agierte, sondern mehr oder weniger nur aufgrund kurzfristiger charttechnischer Erwägungen. Das heißt, hier sind im Moment die kurzfristigen Trader dominant und die Bären sind es, die hier am Ruder sind. Denn die 20-Tage-Linie ist eine wichtige Widerstands- respektive Unterstützungsmarke für kürzerfristig agierende Marktteilnehmer. Und wenn ausgerechnet dort eine Aufwärtsbewegung wieder sozusagen abgeschossen wird, dann zeigt das sehr deutlich, dass diese Marke zum einen als Widerstand wahrgenommen wird und zum anderen, dass die bärische Seite imstande ist, an einem solchen Widerstand den Aufwärtsdrang zu brechen. Und damit verdichtet sich jetzt schon die Wahrscheinlichkeit eines Tops, also einer Top-Bildung, die dann vollendet wäre, wenn diese Unterstützung im Bereich 1304 zu 1316 US-Dollar nach unten durchbrochen würde. Nach oben bleibt es dabei, sollte es doch gelingen, hier einen Kick nach oben zu kriegen, dann wäre mit einem Break über 1360 Dollar auch diese Abwärtstrendlinie von Anfang Juli nach oben durchbrochen und dann wäre die Chance für eine Neupositionierung auf der Long-Seite durchaus gegeben. Nach unten aber ist im Moment die Wahrscheinlichkeit höher, nach diesem Freitag, und da wäre unser Ankerpunkt Short ein Schlusskurs unter 1300 Dollar und damit unterhalb dieser eben genannten Supportzone. Soweit die Lage, soweit der Überblick über den Freitag. Jetzt wollen wir mal sehen, wie insbesondere die Aktienmärkte in die neue Woche starten. Der Gesamteindruck dieses Notenbanktreffens, das kann durchaus viel ausmachen, was da eben auch noch seitens der Bank of Japan, seitens der EZB etc. von sich gegeben wurde. Man wird sich ein Bild machen und das wird sich dann natürlich wohl schon im Verlauf der ersten Handelsstunden heute in den Kursen niederschlagen. Dazu dann mehr im Halbzeitstandbericht im sogenannten ING Markets Chart Flash heute Mittag um 13 Uhr, wenn wir uns die europäischen Märkte vor allem anschauen und den gesamten heutigen Start in die Woche, den beleuchten wir morgen früh in der nächsten Ausgabe des ING Markets Morning Call und des ING Markets Morning Mail. Rechtzeitig für Sie, morgen früh, wie immer, deutlich vor Handelsbeginn in Europa. Bis dahin, schönen Start in die Woche und machen Sie es gut.